Brüder und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, gehört zu einer größeren Einheit im Lukas-Evangelium. Aber davon will ich euch nicht erzählen, wie es da aufgebaut ist und so weiter, sondern auf zwei Dinge genauer hinschauen. Jesus spricht hier von einigen Sachen, das, was wir am Ende gehört haben. Da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Dafür, was Gott dir in die Hände gelegt hat. Das ist deine Verantwortung, was du hast. Sei es wenig oder viel, das ist hier nicht gesagt. Sondern da, wo Gott dich hinstellt, da ist auch deine Verantwortung in deinem Leben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wie du diese Verantwortung wahrnimmst, beeinflusst auch deinen Platz im Reich Gottes. Das ist so biblisch gesagt, aber auf Deutsch gesagt, das, was du hier tust, hat Einfluss auf deine Ewigkeit. Ob du versuchst, einen rechten Weg zu gehen, einen Weg, wo du das Gute suchst und das Gute tust, oder ob es dir wurscht ist. Davon spricht Jesus, wenn er dieses Gleichnis seinen Jüngern erzählt, von dem Herrn, der dann seine Diener, seine Knechte zur Rechenschaft zieht. Und frag dich selber, wenn du auf dein Leben schaust, kannst du sagen, dass du in Ordnung bist mit dem, wie du lebst, wie du das, was du hast, verwendest? Diese Frage stellt sich heutzutage immer mehr, wenn man sich also die Welt anschaut. Vor einigen Tagen gab es in Kerala, das ist Südindien, das ist auch ein Gebiet in Indien, wo es sehr viele Christen gibt, also mehr als in Österreich, viel mehr. Dort ist der Monsun gerade, sind etliche Dörfer weggerissen worden, vom Erdboden gefegt. Viele Menschen sind gestorben und jedes Jahr dasselbe. Früher war es nicht so. Und auch wenn wir uns unser Land anschauen, das Wetter ist extremer als es war. Wer trägt Schuld? Und man kann sich solche Fragen oft stellen, ob das, wie ich lebe, Gutes in diese Welt bringt oder eher Schlechtes. Und daran das eigene Leben messen. Und das tun wir, also ich tue es gerne, wenn ich auf andere schaue. Da kann ich schön auseinander glauben, was gut ist, was nicht gut am Leben des anderen. Das geht ganz einfach. Das nennt man auch Tratschen letzten Endes. Sehr oft endet es darin, dass man über den anderen, über sein Leben urteilt einfach. Auf das eigene Leben hinschauen ist ein bisschen schwieriger, weil ja, das tut schon weh, wenn man schaut, wie man selber lebt. Also nicht immer, aber manchmal. Und ich frage mich manchmal schon, ob das, wie ich lebe, mehr Gutes oder Schlechtes in dieser Welt setzt. Und ich bin da überzeugt, also ich habe die Bibel schon mal gelesen und ich lese immer wieder drinnen, dass Gott für uns es will, dass wir Gutes tun. Also viel mehr will Gott von dir nicht. Das ist die Frage, ob du ein gutes Leben führen wirst, also nicht so sehr, dass es dir gut geht. Also das ist auch wichtig, sollte man nicht vergessen. Aber dass du Gutes in diese Welt hinausstreust oder das weniger Gute. Und das, was uns heute dieser kurze Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium erzählt, ist gewaltig. Es ist wirklich schön. Es gibt so ein paar kleine Geschichten drinnen und eine von denen ist, wenn ihr auf den Herrn wartet, dann wird er kommen und euch bedienen. Das ist eine sehr seltsame Situation, weil, also wenn man in einem Haus ist oder eine Wohnung und auf jemanden wartet, dann ist man selber der Gastgeber. Also zumindest in meiner Vorstellung.
Wenn du auf jemanden wartest, dass er zu dir kommt, ist derjenige dein Gast. Und ganz umgedreht diese Situation. Der Gastgeber ist eigentlich unterwegs und er kommt zu den Knechten irgendwie als Gast. Also für mich ist es einer der wirklich schönen Texte in der Bibel, die uns davon erzählen, dass Gott wirklich anders ist, als wir uns das denken. Weil dieses Bemühen um das Gute, das ist eine wichtige Sache. Aber das Problem ist, du kannst nicht alles ändern. Nicht an deinem Leben und nicht am Leben der anderen. Du kannst nicht alles beeinflussen. Du kannst vielleicht ein kleines Steinchen dazu beitragen oder einen kleinen Beitrag machen, damit das Klima nicht viel schlechter wird. Aber wenn man ehrlich ist, das, was du oder ich tun können, ist wirklich wenig. Und auch im Hinblick auf die Menschen, die dich umgeben. Du kannst einem Menschen helfen, aber du kannst ihn nicht wirklich glücklich machen. Du kannst schon dazu beitragen, dass er glücklich ist, aber so wirklich etwas dafür tun, sozusagen, ich habe dich glücklich gemacht, schwierig. Auf das eigene Leben schauend, ähnlich. Es geht nicht darum, vor Gott etwas zu leisten. Also, dass du da viele gute Werke ansammelst, ist eine gute Sache, wenn du das tust. Aber du musst Gott nichts beweisen. Und das Schöne ist auch, also zumindest für mich, aber vielleicht auch für dich, eine Erkenntnis, die ich vor einigen Jahren gewonnen habe: Gott braucht dich überhaupt nicht. Er hat die Welt schon erlöst, seinen Sohn gesandt, er ist für uns gestorben, er ist von den Toten auferstanden. Das reicht. Alles, was wir noch tun, das ist eine Zugabe. Nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger. Weil wenn man heute vielleicht isst hier schön zum Mittag, da gibt es Mittagessen, also zumindest bei mir zu Hause war es so, Suppe, Rindsroulade mit Klößen und dann gab es noch einen Nachtisch. Der Nachtisch ist schon wichtig, auch wenn du schon satt bist. Also das, was du beitragen kannst, ist nicht so bedeutend, wie du denkst, einerseits. Also wenn du auf Gott schaust, ist es wirklich unbedeutend. Aber andererseits, es ist auch wichtig, dass du dich bemühst. Aber kein Leistungsdruck. Du musst vor Gott nichts beweisen, wie gut du bist. Er weiß es. Und er ist derjenige, der zu dir kommt und dich bedient. Das erzählt uns diese Geschichte aus dem Evangelium. Nicht du bist derjenige, der etwas für Gott tun kann. Also ich habe immer wieder auch solche Gedanken, na, jetzt bete ich viel, dann geht es Gott besser, irgendwie so kurz gefasst. Weil Gott braucht ja mein Gebet. Na, Gott braucht mein Gebet überhaupt nicht. Wozu? Er ist glücklich. Und wir sind die kleine Zugabe. Der kleine Nachtisch für ihn, also nicht, dass er uns isst, aber also das Schöne, also ein meiner Meinung nach großer Theologe unserer Zeit sagt immer, wir sind ein Luxusprodukt Gottes. Uns braucht es nicht, aber es ist so schön, dass es uns gibt. Und Gott ist derjenige, der zu dir hinauskommt, in dein Leben kommt. Und wisst ihr was, das ist schön, dass ihr am Sonntag hier in diesem Gottesdienst seid. Das ist wichtig, Gott auch Zeit zu schenken, dass er, also bewusst, dass er in deinem Leben wirken kann. Aber deine Nachfolge entscheidet sich normalerweise nicht hier, sondern da draußen. Da entscheidet sich, ob du Gutes vollbringst oder nicht. Hier kannst du empfangen, manchmal. Manchmal musst du dich zurücklehnen und einfach warten, bis es vorbei ist. Es gibt auch solche Gottesdienste. Habe ich auch oft erlebt. Aber Gott braucht das Ganze nicht, sondern er möchte sich dir schenken in dieser Stunde.
Und er möchte dich dazu einladen, dass, wenn du hinausgehst, dich auch anderen schenkst. Auf die Art und Weise, die dir möglich ist, mit deinen bescheidenen oder nicht so bescheidenen Mitteln. Und das Maßstab für dein und mein Tun, für die Treue der Nachfolge, ist nicht, wie viel du Geld spendest, wie vielen Menschen du geholfen hast, was du an dieser Welt besser gemacht hast, sondern wie sehr du geliebt hast. Weil die Liebe ist der einzige Maßstab, der uns Christen gilt. Alles andere ist nachgestellt. Es ist nicht unwichtig, aber es ist nachgestellt. So versuche dich vielleicht heute zu fragen, vielleicht hast du ein bisschen Zeit. Das Wetter ist gar nicht so schlecht, wie angesagt. Versuch dich zu fragen, was kann ich tun, um mehr zu lieben? Mit dem, was ich kann. Wie kann ich mehr lieben in dieser Welt? Und ich denke, dass du nichts dafür tun musst, dass Gott zu dir kommt, sich dir offenbart, dir den Weg zeigt. Er ist schon bei dir. Von Anfang an. Das ist das, was uns in der Taufe zugesprochen wurde. Dass Gott ein Ja zu dir sagt. Und er wartet ganz mild, ganz geduldig, ganz entspannt auf deine Antwort. Versuche ihm eine Antwort zu geben mit deinem Leben, mit dem, was du hast. Und ich kann dir nicht versprechen, dass du dadurch glücklicher wirst oder dein Leben erfolgreicher. Aber ich kann dir sagen aus der eigenen Erfahrung, du wirst mehr lieben und diese Liebe in dir wird dich und die Welt verändern.